So, wenn der jetzt noch einmal weggehen sollte, dieser Glitch, also dann weiß ich auch nicht. So, wie ihr hier sehen könnt, der Nebel, der kommt immer hier näher. Toll. Aber naja, damit müssen wir halt auch klarkommen. So, bei den Ballon-Zombies ist es natürlich wichtig, in mindestens eine komplette Reihe so einen Kakti hinzupflanzen. Wäre nur empfehlenswert. Von meiner Seite aus. So. Ja, jetzt kann ich ja auch alles wieder in Ruhe machen. Das ist gut. So, und hier noch mein Duplinator. Ja, okay, ich hörte dich ja schon. Mein Gott. Ich weiß jetzt allerdings nicht, ob die Luftballon-Zombies auch hier übers Wasser kommen, aber ich glaube ja. So. So, und jetzt sehen wir sie wieder. Knapper. Bloß hier ist meine Laterne nicht an. Sonst werde ich böse. Und da hören wir die schon. Ah ja, da oben. Bumm! Ja, dann macht der Kaktus sich lang, dann reiht er sich in die Höhe und dann, ja, macht er halt sowas, ne? So, erstmal hier die Laterne schützen. Das ist höchste Priorität. So, und jetzt hier unten. Und das war es auch schon gleich wieder. Auch Mann. Nein. Lass bloß mal Zunderholz in Ruhe. Und das war's schon. Toll. Yay! Oh Gott, ey, die Level, die gehen irgendwie viel zu kurz. Das sogenannte Wehblatt haben wir jetzt bekommen. Pustet Ballonzombies und Nebel fort. Allerdings nur für eine kurze Zeit. Danach kommt der Nebel auch wieder, ne? Aber die Luftballon-Zombies, die bleiben weg. Bloß der Nebel, der kommt wieder. Aber das werde ich euch so oder so zeigen. Mit dem Wehblatt. Und bl bleibt der Glitch jetzt? Nein. Ah, das gibt es nicht. Okay, einen Moment. Ich hab's gleich.